Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Mondmagie am 13. Juni 2018. Heute ist Neumond in Tierkreiszeichen Zwillinge. Das bedeutet, dass Sonne und Mond, die beiden Lichter, treffen sie sich in Tierkreiszeichen Zwillingen. Die chinesische Astrologie beschreibt dann, dass der Himmelskaiser der Sonne und die Himmelskaiserin, die Mond, ziehen sie zurück, sie vereinen sie sich, werden intim sein. Und für uns ist dieser intime Moment unsichtbar. Warum sehen wir Mond nicht bei einem Neumond? Weil Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt die Licht von der Sonne und reflektiert uns weiter. Und genau in diesem Moment Neumond ist dann für uns unsichtbar, weil die Sonne kann den Mond nicht beleuchten. Mond bewegt sich schnell, entfernt sich relativ schnell von dieser Position. Die Sonne kann den Mond wieder beleuchten und wird für uns sichtbar. Beginnt die zunehmende Mondphase. Eine zunehmende Mondphase eignet sich dafür, im Allgemeinen etwas starten, beginnen, was zunehmen soll, vermehren soll. Trotzdem sollen wir die Tagesenergie auch anhören, weil es gibt auch Momente, Tage, wo nicht gerade günstig etwas zum Starten, weil sind auch andere Einflüsse von Planeten und gibt es doch Hindernisse. Dieser Neumond ist in die Zeitpunkt, wo gerade die Sonnenuntergang ist. Und in diesem Moment steigt die Osthorizont auf, die Tierkreiszeichen Schütze. Und in diesem Bereich befindet sich Fortuna, das Glück. Das heißt, wenn wir diese Neumondposition nutzen können, und das bedeutet Rückzug, Meditation. Wir sollen in diesem Moment das Licht in unserem Inneren suchen, aber auch finden. Dann können wir etwas verinnerlichen, bekommen wir Klarheit, Orientierung und dann mit Geduld können wir etwas planen und starten, wenn diese zunehmende Mondphase dann auch beginnt. Und damit haben wir Glück. Wir haben auch Glück mit Reisen oder Urlaub oder Kontakte im Ausland oder Fremdsprache. Also das vermittelt uns die Tierkreiszeichen Schütze, wo gerade Fortuna sich befindet. Aber trotzdem ist wichtig, die Klarheit, die Orientierung, auch die Zeit zu nutzen, zur Ruhe kommen und etwas planen, etwas verinnerlichen. Welche Themen sollen wir verinnerlichen? Das ist das, wovon wir verabschieden sollen. Trennen, kündigen, loslassen, verabschieden. Das kann die Arbeit sein, wenn jemand unglücklich ist im Arbeitsplatz. Dann sollte man neu orientieren. Oder wenn eine Beziehung mit viel Problemen belastet ist, ist auch besser davon verabschieden und trennen. Oder ein Gegenstand, was im Weg liegt. Und wir können jahrelang nicht davon trennen, aber eigentlich nimmt Raum. Dann sollen wir vielleicht solchen Gegenständen auch befreien und mal loslassen, mal aufräumen. Aber was wichtig ist, sogar sehr wichtig, auch die Gefühle. Gefühle wie Schuldgefühl, Angst oder Zweifel sollen wir von diesen Gefühlen verabschieden. Heute haben wir diesen Einfluss und wir sollen nachdenklich sein, was hindert uns in unserem Leben, was hindert uns erfolgreich zu sein, was hindert uns glücklich zu sein, all das, diese Stolpersteine aus dem Weg räumen
und befreien davon. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Und erst dann kommt das Glück, erst dann kommt auch die Bewegung und kommt etwas Neues. In einer rechtlichen Lage gibt es gute Einflüsse. Entweder geht das alles voran oder wir bekommen unsere Rechte in einer bestimmten Situation. Wo wir auch Glück haben, das sind unsere Träume, Visionen, das sollen wir auch ernst nehmen, als Ziel setzen und umsetzen in Realität. Aldebaran bestrahlt die heutige Neumond und Aldebaran ist nichts anderes als das Auge des Stieres und eine von den königlichen Sternen, ein sehr hell leuchtenden Stern im Himmel und sagt aus, die Augen öffnen. Aber wir sollen heute eher nach innen schauen und dort die Klarheit, auch das Licht sehen und diese Klarheit bekommen. Nicht nur das bestrahlt die heutige Neumond, sondern auch Pacht. Und das ist eine Taube im Himmel, ein Sternbild, ein ganz kleines Sternbild. Und die Bedeutung dieser Taube ist Glück, dass wir Glück bekommen. Capella bestrahlt auch die heutige Neumond. Und diesem Stern Capella befindet sich im Fuhrmann und das bedeutet, die Zügel selbst in Hand zu nehmen, etwas in Bewegung setzen. Aber bevor wir wirklich etwas in Bewegung setzen, erstmal orientieren, welche Richtung sollen wir gehen. Und dazu brauchen wir die Klarheit und dabei unterstützt uns Neumond. Nicht nur Neumond unterstützt uns dabei, sondern die Halbedelstein Bergkristall, weil das ist der Stein des Lichtes und es ist eine ganz starke Energie, verbindet Energiefelder, stärkt die Energie, auch unterstützt anderen Halbedelsteine. Mit Bergkristall können wir anderen Steinen auch aufladen und reinigt die Raumenergie, bereinigt die Raumenergie und gibt uns Klarheit und gibt uns Orientierung und hilft auch bei Meditation. Und die heutige Neumond ist der richtige Zeitpunkt zum Meditieren, damit wir wissen, wie soll das weitergehen. Und so können wir besser orientieren. Und das war mein heutigen Mondmagie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.